Ich habe den Berliner Mauerweg initiiert. Und weil nicht nur Berlin und Deutschland gespalten war, auch Europa, habe ich den Europaradweg Eiserner Vorhang initiiert. Und auf diesem Weg kann man Geschichte, Politik, Natur und Kultur im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Heute ist der Weg ausgeschildert, fahrradfreundlich ausgebaut, ist 10.000 Kilometer lang, führt durch 20 Länder und 15 sind heute Mitgliedstaaten der EU. Und wenn ich das vor 30 Jahren gesagt hätte, hätten mich alle für bekloppt erklärt. Ich mich auch. Aber das ist unsere Geschichte. Mittlerreuth ist deshalb bedeutsam, weil es auch die Geschichte zeigt. Die beiden kleinen Dörfer wurden durch den Tannbach getrennt. Das spielte über Jahrhunderte keine Rolle. Und dann wurde Deutschland gespalten und dann war eben der Tannbach nicht nur ein kleiner Bach, sondern eine harte Grenze. Und deshalb reichte dort auch nicht ein Zaun, sondern da wurde eine Mauer gebaut, wie in Berlin. Wilhelm von Humboldt hat mal gesagt, nur wer seine Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Wir alle wollen eine Zukunft haben, deshalb müssen wir uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Das Problem von Mauer und Grenzzäunen ist weltweit noch lange nicht gelöst. Aber wir müssen wieder dahin kommen, dass wir eine Gesellschaft haben, die ohne Mauern und Grenzzäune auskommt.